im Jahr 2000 angefangen Windzusurfen, habe das dann hobbymäßig betrieben, bin jedes Wochenende zur Ostsee gefahren und habe mich da so ein bisschen ausgetobt. Und dabei habe ich dann die ersten Kitesurfer beobachtet und fand gerade als Windsurfer in Deutschland die Idee interessant, dass man auch schon bei leichterem Wind sich übers Wasser ziehen lassen kann und Spaß haben kann und vor allem auch ohne Wellen wirklich hoch springen kann. Und als ich es dann das erste Mal selbst ausprobiert habe, hat es mich so gepackt, dass ich mein Windsurfmaterial nie mehr angefasst habe. Also als ich angefangen habe zum Kitesurfen, da hat mir damals mein Kitelehrer schon gesagt, dass ich sehr viel Talent habe und dass er der Meinung wäre, dass wenn ich wirklich Energie reinstecken würde, ich auch Profi werden könnte. Und da ich schon immer sehr sportbegeistert gewesen bin, hat mir die Idee dann eigentlich auch gleich zugesagt. Das heißt, ich habe dann auch wirklich viel Zeit reingesteckt, habe hier eigentlich alles aufgegeben, mehr oder weniger in Deutschland, bin auf die Kanaren gegangen, um da Kitesurfen zu lernen, habe dann recht schnell angefangen, Wettkämpfe mitzufahren und als das dann erfolgreich war, habe ich gedacht, okay, jetzt konzentriere ich mich wirklich voll darauf, habe mein Studium abgebrochen und meine Pro-Karriere begonnen. Das Besondere am Kitesurfen ist ja da eigentlich noch, man hat eben keinen Trainer. Es ist ein Einzelsport, man muss sich jedes Mal selbst motivieren, aufs Wasser zu gehen und einen neuen Trick zu lernen. Und da gehört schon wirklich viel Selbstständigkeit natürlich auch dazu. Dann sollte man nur wenig Angst haben, natürlich keine Angst vorm Wasser und auch nicht vorm Wind. Und einfach dann auch abschalten können und einfach einen Trick ausprobieren, den man gern lernen möchte. Also die Anfänge im Kitesurfen sind eigentlich recht leicht. Innerhalb eines Kitesurfkurses, der so 3 bis 5 Tage geht, jeweils dann 2 Stunden auf dem Wasser, kann man in der Regel auch hin und her fahren. Und von da geht es dann eigentlich noch viel schneller. Dann kann man eine Woche später vielleicht schon die ersten Sprünge machen, lernt sehr schnell auch Rotationssprünge und damit hat man natürlich dann gleich sehr viel Spaß auf dem Wasser. Und um das dann professionell zu betreiben, dauert es natürlich doch erheblich länger. Also man muss hart trainieren, gerade auch heutzutage mit den ganzen sehr technischen Sprüngen braucht man, denke ich, schon 2, 3 Jahre hochmotiviert mit der nötigen Unterstützung, um dann auch vorne mit dabei sein zu können. Also ich hatte Tatsache schon mehrere Motivationstiefs, habe auch wirklich schon überlegt, einfach aufzugeben und was anderes zu machen. Dann war für mich einfach wirklich immer wichtig, dass ich den Spaß am Sport wiedergefunden habe, dass ich also einfach kiten gegangen bin, ohne mir ein Ziel zu setzen, es einfach genossen habe, vielleicht eben auch eine andere Disziplin ausprobiert habe und dann kam bei mir glücklicherweise die Motivation immer wieder. Für mich ist das Schönste am Kitesurfen, dass man so viele verschiedene Dinge machen kann. Also ich kann übers Wasser düsen, ganz geräuschlos und schwerelos, kann mich dann durch den Kite richtig in die Luft ziehen lassen, bis 10 Meter hoch springen und einfach das Gefühl haben, wirklich zu fliegen. Und dann kann ich aber genauso gut auch nach Australien oder nach Hawaii fliegen und da in den Wellen kiten, was dann nochmal eine ganz andere Dimension dazu bringt. Und diese Vielfalt, die motiviert mich immer wieder neu und die macht es für mich auch so besonders. Also es hängt sicherlich sehr stark von der Disziplin ab, die man beim Kitesurfen betreibt, ob man es bis ins hohe Alter machen kann oder eben wirklich nur ein paar Jahre. In der Disziplin Freestyle, da ist der Sport im Moment wirklich sehr jung, also da kann man sicherlich ab einem Alter von 25 nicht mehr viel holen. In der Disziplin in der Welle zum Beispiel oder im Kursrennen, wo man um so einen Parcours fährt, da ist aber, denke ich, dem Alter bis oben hin bisher zumindest keine Grenze gesetzt. Da Kitesurfen noch sehr jung ist, ist es natürlich schwer zu sagen, wo da jetzt wirklich die Grenze liegt. Also ich mache mir natürlich schon Gedanken darüber, wie lange ich jetzt noch weiter Kitesurfen möchte, besonders auch professionell. Ich denke, 2, 3 Jahre mache ich es auf jeden Fall noch und dann hängt es einfach so ein bisschen davon auch ab, wo der Kitesport hingeht, wird er dann wirklich olympisch. Das wäre dann für mich natürlich nochmal eine extra Motivation weiterzumachen. Also für mich ist im Moment wichtig, dass wir gerade den weiblichen Nachwuchs im Kitesurfen in Deutschland und generell auch weltweit fördern, weil es einfach zu wenig Frauen am Strand gibt. Ne? Also man fühlt sich da schon so ein bisschen dominiert, wenn man als Frau an den Kitestrand kommt. Und findet keine anderen Frauen. Und das finde ich ein bisschen schade. Der Kitesport kann halt auch durch Frauen sehr schön transportiert werden. Es sieht, wenn eine Frau es macht, einfach leichter aus und macht, denke ich, Leuten auch Freude daran zuzuschauen und es vielleicht auch selbst auszuprobieren.